Ja, da haben wir also drei Probleme. Es hilft da keiner mit hier. Schießt irgendwie keiner mit auf die Klipper hier. Das dauert zu lange. Gott. Ja, da ist aber doch. Ja. Du hast nur einen Boost. Du weißt, wer es ist. So. Oh, herrlich. Hm. Roll lieber mal dein Cockpit auf. Schnüffel weniger. Ich hab nur Subway-Tüten bei mir liegen. Ich weiß nicht, das ist auch nicht schlecht, so. Ja, echt, was da vorne, gell? Wahnsinn. Nee. Ja, ich arbeite halt übelst viel mit dem Boost. Ey, du hast doch aber bestimmt alles auf Waffen und dann immer eins auf Antrieb und eins auf System, oder? Ja, genau. Das habe ich auch und trotzdem kann ich nicht so oft boosten wie du. Das ist ja, du hast Special Edition. Special Vulture, ja. Ist ja auch in drin, hier ist alles aus Gold und Marmor. Okay. Na, also drunter mache ich es nicht mehr. Also, nee, Mindeste. Botanisch. Na, wenn der Antrieb voll ist, dann kann ich zweimal boosten. Und wenn mir gerade ein bisschen zum Boost fehlt, dann verteile ich schnell die Energie auf den Antrieb um und booste und gehe dann wieder zurück auf Waffen. Ja. Du hast das mit Tasten belegt. Ich muss das noch manuell machen mit dem Kreuz. Och, der ist schon bei null. Ja, ich könnte auch nicht mehr. Geschossen. Explosive Rakete. Hey. Oh, Vorsicht. Oh, sorry. Das war knapp. Das war doch nicht knapp. Das war doch alles berechnet. Ja, natürlich. Wollte ich sagen. Das ist ja unser... Die ganze Zeit schon so. Immer oben bestimmt mal geboostet oder unten drunter durch. Das ist unsere Geschwader-Taktik. Okay. So haben wir es gelernt in der Ausbildung. Ja. Naja, was für eine Ausbildung. Kann ich mal Führerschein? Diese fünfminütige Einweisung. Ja, du hast eine einstündige Einweisung bekommen. Persönlich von der Chefin. Und wir hatten so einen Drill Instructor wie bei Full Metal Jacket. Genau. In so einem Bootcamp. Das war schon Hartmann. Ja, die geht mit mir mal alles persönlich durch. Ja, warum auch nicht. Ja, aber irgendwann kommt ein Manure vielleicht, der besser ist, dann... Ja, der war gut. Mein Sitz ist aus purer Seide. Ja. Die haben da nämlich... ist Mayonnaise drauf. Ja, ne, ja genau, Mayonnaise und Ketchup da unten am Schrittende. Ja. Und die Seide, das ist ja von diesem Chinesen hier, von seiner Seidenfarm, von seiner Raupenfarm. Mhm. Ja. Da kommt das her. Okay. Egal was du nimmst oder trinkst oder weniger. Denk dran, was der Chinese, das ist ein Verräter, das ist hier... Ja, ich weiß. Ja, das ist kein Guter. Auch wenn es einer Kunde für 126 Millionen gibt bei dem. Musst du nochmal gucken, irgendwo im Forum hatte ich das gestern oder vorgestern erst nochmal gelesen. Ach, ich gehe so selten das Forum, weil ich keinen Bock habe, es durchzulesen. Ja, ich gehe mal auf die Startseite und da stehen immer die neuesten Themen halt. Okay. Die immer mal durchgekaut werden. So, und dann, gell, du weißt jetzt, was China ist, gell? Das Duplikatland Nummer 1. Das ist billig wahrscheinlich von einer normalen Anaconda. Hält nicht aus. Genau, ja. Plastefenster und sowas. Das ist wahrscheinlich bloß so eine Cobra mit einem mit so einer Plaste-Außenhülle, was halt also aussieht wie eine Anaconda. Ja. Genau.
Deswegen ist sie so billig. Billig kauft, kauft zweimal. Ja, er ist wieder da vorne, gell? Ich kann nicht boosten. Ja, ja. Das ist nur Pfeifen. Wie er es macht, gell? Die ganze Zeit habe ich das so eingestellt wie er. Nein. Oh, hier. Lasershow. Schön, du bist Mitleid. Meine Güte, es geht echt gut, ey. Ich bin jetzt bei 10,3 Millionen auf dem Kampfbelohnungskonto. Also 15 oder 16 Millionen müssten das sein beim Abgeben. Na, 15 ungefähr. 1,7. Geht echt flott. Also, das ist bis jetzt die beste Runde, die wir drin haben. Vor allem, du hast ja noch alle Schildzellen, ja, oder? Ja. Mein Schild ist jetzt auch wieder voll. Das war bei dir. Ich hab kein Problem. Ich hab keine Schildzellen. Ich hab dafür einen Doppelwerfer und einen Frameshift-Unterbrecher, den ich hier nicht brauche. Ah, vorbei. Alter. Hab's auch gesehen. Ja. Ich dachte, der ist 3 Kilometer weg und boost hier und genau. Das ist die beste Runde, ja. Richtig. Ich hatte mal eine, als ich die 50 Millionen zusammengefarmt habe, hatte ich mal eine, ich glaube eine 8 oder eine 9 Millionen Runde, wo ich halt wirklich, da hat mich kaum jemand angeschossen, konnte ich ohne Ende einen nach dem anderen wegbrutzeln. Das war geil. Ja, also wie jetzt auch quasi. Ja, genau, ja. Manchmal hat man echt Glück. Muss man dann auch ausnutzen. Ja. Am besten nicht das Spiel ausmachen, einfach durchspielen. Einfach durch, einfach, genau, einfach durchspielen. Ja. Ach Gott, so ein scheiß Kampfschiff. Ja. Muss auch weg. Ja. Hast recht. Ja. Ja. Das Chefin hört hier, dass du nur schöne Arbeit aussuchst, gell? Die leichten Ziele. Weg ist es. Ja. Oh ne, eine Viper. Oh. Ja, muss ich schnell verschwinden, dann kann der Job haben. Ja, das ist ein Anaconda unterwegs von den Gegnern. Ja. Na gut, dann halt die Viper. Mir ist aber. Ja, mir ist aufgefallen, wenn du in Kampfbereichen dann hier so. Hab gedacht, naja, gut, geh nur auf die Pfeifen und auf die Anacondas. Hm? Dann greifen dich aber die ganzen Eagles an, die keiner verschießt. Ja, das stimmt, ja, das stimmt. Ich habe immer so einen Mischmasch draus gemacht, so ein paar Ziele, die die höchste Bedrohung für mich darstellen und dann halt wieder die größeren erstmal. Was ist jetzt? Was? Ja, die schwach hat weg, das Ziel irgendwie. Ich finde es ein bisschen schade, dass der Doppelwerfer, ich wollte mir auch einbauen, wenn er ein bisschen mehr Munition hätte. So 10 Dinger, das ist nicht viel. 11. 11, ja, entschuldige, 11. Ich werde dein Schiff nicht schlechter machen als es ist. Das ist schließlich Special Edition. Ich habe 11, genau. Du, ach so, ach ja, du hast 11, aber am 10. Aha. Nein. Ja, ich werde zur Tochter gehen. Pff, die kann nichts. Doch. Kann der Kunde. Jo. Ja, ich weiß, warum die dann, warum die auf Platz 1 ist, weil durch dieses System-Dingsbums da kriegen die 100% volle Punktzahl. An Systempunkten muss man durchlesen. Für was 100%? Echt? Ja, die kriegen die Einnahmen 100%, also doppelte kriegen die an Einnahmen, wenn die krass System kontrollieren. Ja, deswegen ist sie ja so schnell hochgekommen. Hat sie ein paar Ladyboys auf Reisen geschickt, ein paar Leute anwerben und dann. Ja, so läuft das. Ja. Bisschen wie wir. Wir kämpfen hier. Ehrenhaft.
Wir boosten uns einen ab. Du? Ja. Du boostest dir einen ab. Bei dir ist die Leiste doppelt so groß. Wahrscheinlich. Und was war das jetzt? Einer gerammt hier, Mann. Oh, das ging schnell. Der war ganz schnell auf Null jetzt. Hat mich jetzt, er hat mich jetzt auch gewundert. 50%. Sind aber auch viele Vultures unterwegs. Geben aber nicht so viel. Große Brocken brauchen wir. Kann es sein, dass du den Geschwindigkeitsregler immer auf vollen Anschlag hast? Meistens ja. Ich arbeite ja, damit halt extrem viel. Ich booste übelst schnell ran oder fliege halt schnell ran. Dann bremse ich ab, so dass ich nah an den Rand komme. Und dann düse ich hinterher. Wo sind wir denn jetzt? Wo bist denn du? Da unten. Ja. Ich fliege jetzt mal da, wo die Grünen sind, hin. Zu den Grünen? Och nee. Ich glaube, es blitzt. Da hinten, ja, hier, da. Ach, wir sind ja auch 10 Kilometer weg vom Kampfbereich. Ist doch gut. Da war es schön ruhig. ASP. Was ist denn los? Wirst du angegriffen? Ja, aber das ist praktisch, das sind 5 Schiffe von uns und ein Schiff von denen. Ah, da bist du neben mir. Guckst du gerade aus dem Fenster? Ja, ich hab gerade aus dem Fenster geguckt. Ich hab keine Zeit dafür. Ja, ich guck immer so ein bisschen rum, wenn ich am Kämpfen bin. Okay. Naja, du hast mir da nur. Na, was hast du für einen Energieverteiler drin? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Den größten? Weil je besser der Energieverteiler, desto mehr boosten kannst du halt, ja. Oder desto mehr. Ich hab A5 drin. Das müsste der größte sein. Ja, ich habe auch einen A5 drin. Aber ich habe ja den A5 Special Edition. Ach ja, ja, stimmt. Was ist da drauf? Ein Nacktbild von der Chefin oder was? Nein. Nee, das hängt bestimmt im Cockpit. Das wollte ich gerade sagen. Das hängt. So ein schöner Nacktbildkalender. So. Das habe ich übers Radar geklebt. Special Edition. So ein Nacktbildkalender. Nee. Oh nee, die Viper haut ab. Die scheiß Vulture. Die Viper, ja. Nee, die kommt zurück. Sicher? Ich will's wissen, ja. Ja, tatsächlich. Die hat das Nacktbild gehört. Oh, Mann, was? Nochmal zurück. Ah, das sieht scheiße, ich bin geblendet jetzt. Ich sehe nicht mehr. Von was denn? Von der Sonne oder von dem Mond? Was ist das hier? Wo ist denn das Ding? Da. Ich kann ja mal ein gutes Wort für dich mit einlegen bei unserer Chefin. Nein, will ich nicht. Wieso will ich nicht hochschlafen oder so? Nee. Das hat doch damit nichts zu tun. Doch. Ich will das mir ehrlich verdienen.
Machen wir doch hier. Ja. Du mit deinem Special-Schiff. Und deinen Nacktbildern im Cockpit und deinen Donalds im Burger King-Tüten. Wie sieht's aus, ey? Das kannst du dir nicht vorstellen. Ja, will ich ja gar nicht sehen. Wie in so einer Messi-Bude. Ja. Muss mal Tine Wittler vorbeikommen. Was machen die denn? Wende Pink oder was? Räumt die. Ich streich mit dem Ultra Pink. Naja, setz ein paar Teddybären auf deinen. Sozius. Ja, genau. Diesen Wackelkopf, diesmal in der Beta gegeben hat. Wie Wackelkopf? Achso. Es gab in der Beta so eine Wackelköpfe fürs Armaturenbrett, ja. Sah ganz witzig aus. Okay. Ja, da frage ich mich doch wieder, warum nehmen sie sowas raus? Ja, ja. Ja. Das ist Schwachsinn, sowas, ne? Ich hätte es gerne mal erlebt. Ich habe die Beta nicht mitgemacht. Ich habe das ja nur so durch Zufall das Spiel entdeckt. Ach so, ja. Ich weiß auch gar nicht mal, wie ich da drauf gekommen bin. Ich glaube, da war irgendwo. Jetzt haut die scheiß Viper wieder ab. Bist du woanders? Nee. Nee, hinter dir. Das ist so lächerlich, ey. Okay, ich nehme ein anderes Schiff. Oh. Ich hol mir die jetzt. Dann kommst du nicht hinterher. Mega. Mehr ist weg. Naja, gut. Was ist hier schönes? Ja, 2,3 Millionen. Nice. Oh, jetzt wollen sie mich gerade grillen. Naja, ich bin doch schon da. So, hast du weg. Das ging schnell, ja. Jetzt kommt die zweite dran. Oh, eine Pylon. Okay, du hast eine andere Pylon als ich. Ja? Ja, nee, ich bin jetzt auch auf deiner mit drauf. Ich wollte gerade sagen, wenn du musst mal auf die gleiche gehen. Hackfleisch. Obwohl du mit deiner speziell Ultra. Wahrscheinlich auch. Mehr Panzerung. Meine Hülle kann keinen Schaden nehmen. Nee. Ach, wird eine Viper. Ja, da muss ich schnell weg. Jo. Aber was mir aufgefallen ist, ich habe mal auf den Antrieb geschossen, von der Viper, das bringt auch nichts. Die haut trotzdem ab. Normalerweise müsste ich doch stehen bleiben, oder? Wenn der Antrieb nicht mehr geht. So, komisch. Jetzt haut die schon wieder ab. Wie schnell ist denn das Scheißschiff? Ah ne, sie dreht rum. Die kommen zurück. Ja. Alle kommen sie wieder. Ja. Die wollen den Toyboy und der Chefin kennenlernen. Deswegen bleib doch hier. So.
Ja, bleib hier.